Hannes, heute hier in Berlin im... Im alten Postbahnhof. Was geht gerade da unten ab? Da unten geht gerade ab, dass wir die Seriennummern von den Instrumenten aufschreiben müssen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir erstens nicht in die Schweiz reinkommen. Ei. Und zweitens vielleicht auch nicht mehr raus. Was natürlich fatal wäre. Ja. Denn sonst wäre die Tour wahrscheinlich beendet. Beendet nicht, aber sagen wir mal so, also wenn wir nicht mehr rauskämen, wäre es beendet, wenn wir nicht reinkämen, würde dieser Auftritt nicht stattfinden. Ah, ja. Ich schaue mir das unten mal an. Ja, schau dir das mal an, wir sind ganz fleißig, wie eine Aufnahme, das ist wunderschön. Guten Tag. Guten Tag. Alles gut? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Die schönste Aufgabe im Leben eines Musikers, das ganze Equipment. Alles auseinanderpflücken, was man vorher in liebevoller Kleinstarbeit zusammengepfuscht hat. Die Brandung aus, liebe Kopf. Alles ist aus. Ende. Ja, 4, 6. Ja. Emil Anton. 0. Kurzes Statement, ganz kurz. Wenn ich eins nichts werde, dann werde ich definitiv nicht Seriennummer-Erfinder. Es gibt nämlich nichts Sinnloseres als das. Wie wär's mit Seriennummern-Vorleser? Aber Benni, ja. Warum lassen wir nicht einfach dich fahren über die Grenze und dann kriegen die nur einen Kondensstreifen mit, oder? Mit Lichtgeschwindigkeit über die Grenze? Ich denk nur so... Okay. Also jetzt ist noch 1-1, das ist jetzt gleich 2-1. Da bestimmt. Die Freiburger, das war eine klasse Leistung. Auch dieses Wort, was haben die verliert. Scheiße! Das sind, glaube ich, die meistfluchende Band Deutschlands. Meine Damen und Herren, Sie sind live dabei bei einem historischen Augenblick. Bei dem historischen Augenblick, wie mein Bassist meine Wäsche wäscht. Paras, du machst das super. Ich muss sagen, jetzt habe ich mich endgültig in dich verliebt.